herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir, Lucia Dragon Mary. Also ich habe jetzt die Futterbox neu beschriftet, und zwar die Ratten. Da sehen wir grau und der Tag, Montag, wir haben jetzt Sonntag, aber da ist Sonntag. Da haben wir dann grün für die Lemminge, Dienstag. Und so richte ich mir immer das Futter eine ganze Woche vorher her, mache ich normalerweise am Samstag. Schöne Facebook-Nachricht. Normalerweise Samstag am Abend, aber ich kam gestern nicht dazu, die zu beschriften. Jetzt muss ich heute Futter herrichten. Das ist, falls mal wieder nicht so gut geht, dass ich nicht mühselig immer alles herrichten muss, so bin ich wesentlich schneller. So richte ich einmal die Woche her, brauche ungefähr halbe bis ganze Stunde und habe dann keine Probleme. So, da ist das Futter. Sind so ein paar kleine Türmchen, 7 Türmchen für 7 Tage in der Woche, und dann eben jeweils bunt, braun, grün, orange, rot. Da haben wir die Ratten mit grau. Die Meerschweinchen haben da noch nichts, aber es ist nicht so schlimm. Ja. So richte ich immer mein Futter her, dass ich dann schneller bin am Abend. Ja, da werden wieder Wachteleier gekocht. Jetzt mache ich mir noch Pommes, weil mir die Eier zu wenig, für den ganzen Tag ist sowieso zu wenig, das war so die Vorspeise, das wird die Hauptspeise. Also ich glaube, da braucht man eh nicht viel erklären, einfach ein bisschen Öl, ja, so fingerdick, Öl in eine Pfanne erhitzen und dann die Pommes reinschmeißen und dann schauen, dass sie möglichst alle goldbraun werden und nicht eines ganz roh und auf der anderen Seite ganz durch. Ja, ist eigentlich recht einfach, auch wenn man viel falsch machen kann. Ich bin dafür ein Paradebeispiel, ich mache es sehr gerne, dass ich zu spät umdrehe und dann die eine Seite roh ist und die andere Seite schwarz. Also ich sollte jetzt schauen, dass ich wieder umdrehe, bevor ich es nicht mehr essen kann. So, fertig. Natürlich noch salzen nicht vergessen, vor allen Dingen bei mir, weil ich hasse Erdäpfeln. Also Kartoffeln, für die Deutschen, das sind Kartoffeln, für mich sind das Erdäpfel aus Österreicherin. Genauso wie Paradeiser, Tomaten hasse ich auch extrem, also die würde ich nie essen. Ketchup mag ich nur, weil so viel Zucker drin ist. Da schmeckt es hauptsächlich nach Zucker und nicht nach Paradeisern. Und genauso bei den Pommes, die Erdäpfel. Die salzt sich so extrem, dass sie ja nicht nach Erdäpfel schmecken, sondern nur nach Salz. Ist zwar total ungesund, aber wenn man weniger Fleisch essen will, wieso ich gefragt wurde, ja, ich habe früher tatsächlich jeden Tag Fleisch gegessen, sogar mehrmals am Tag, und habe mich jetzt auf alle 2 Tage reduziert, das ist ja schon einmal was. Für einige natürlich nicht, aber für mich ist das schon einmal ein Anfang. Aber es ist verdammt schwer, irgendwelche Speisen zu finden, wo keine Milch drin ist, kein Fleisch, kein Soja, kein Tofu, keine Erdäpfel, keine Paradeiser, wie man hier sieht. Oder sonst irgendwie Schwammerln, also Pilze mag ich auch überhaupt nicht. Und diese Reismilch und was dann als Milchersatz gibt, habe ich alles durchprobiert, nichts. Pfui. Das täte ich nicht einmal noch einmal kosten, wenn man mir dafür zahlen tät. Da kann man mir 100er zahlen, ich koste das nie wieder. Das ist so grauslich. Also wer irgendwer Vorschläge hat, wo man was Gescheites zum Essen, also Rezepte kriegt, ich suche. Ja, Buffy, das ist nichts für dich. Ja, danke. Ich hab dich auch lieb. Ich hab gerade das Video hochgeladen. Ich hab dich auch lieb, Schätzi. Ja, es ist verdammt schwer, weil ich eben nichts mag. Ich mag das Zeug alles nicht. Ich bin erstaunt, dass ich es zusammenbringe, fast nur jeden zweiten Tag Fleisch zu essen. So, da haben wir wieder sauber. Ein bisschen neue Sachen hängen da. Hab umgestellt, oben nur. Also das Laufrad. Ausgewaschen, die kacken ja da ordentlich viel rein, dann die Ebene schön gemacht
und eben die Sachen zum Aufhängen neu angeordnet. Unten ist alles gleich geblieben. Man soll ja bei Mäusen und bei Ratten und so weiter ja immer nur ungefähr in 3 oder 4 Teile also Abschnitte, und dann immer nur einen pro Woche reinigen. Jetzt war halt die obere Etage dran. Als nächstes kommt dann die. Und dann kommt wieder die. Und dann kommt wieder die. Und dann kommt wieder die. Und dann immer so weiter. Genauso wie bei den Ratten gestern. Ja, dann hoffe ich mal, dass euch das Video gefallen hat. Okay, Julia, was sagst du dazu? Gar nichts. Schüssel ist leer. Schlecht. Tschüss, bis zum nächsten Video.